Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play. Diesmal bin ich alleine, muss ich schon mal im Voraus schon mal sagen. Bei Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, Kaiba will Revenge. So, ich gehe mal kurz auf mein Deckmenü, weil ich euch erstmal ein bisschen was erklären muss jetzt. Also, ich hatte eigentlich jetzt eingeplant, jetzt den Marcel Enigma mit einschließlich Mrs. Jasmin HD87 einzuladen, aber ich habe gerade vor ein paar Minuten auf Skype reingeguckt und er ist leider offline. Ich habe ihn letzte Woche eindeutig jetzt ihm gesagt auf Facebook, dass er bitte schon nächstes Wochenende, also sprich dieses Wochenende, sich jetzt bei mir meldet. Das hat er jetzt nicht gemacht. Habe ihm eine zweite Chance gegeben und er hat sie jetzt nicht eingehalten. Von daher habe ich jetzt auch den Marcel Enigma aus meiner Liste gestrichen und werde jetzt halt die nächsten vier Aufnahmen alleine aufnehmen. Aber ich denke mal, das wird jetzt auch nicht so dramatisch, wenn ich jetzt mal bei einer Aufnahme mal keinen Gast mit eingeladen habe, ne? Naja, dann wollen wir mal endlich mal gegen Kaiba kämpfen. Wir wollen erst mal sehen, ob das verdienst, Duellant genannt zu werden. Ja, ja, Kaiba. Ja, weil, ganz ehrlich, wenn ich ihnen jetzt noch eine Woche Zeit gebe, da geht erstens wieder Zeit um und ich möchte jetzt langsam und aber sicher jetzt auch dieses Projekt endlich mal zu Ende let's playen. Deswegen. Also, tut mir leid, Marcel. Du hast die Chance jetzt verkackt. Also, noch länger will ich jetzt auch wieder nicht warten. Tut mir leid, Marcel. Aber naja, ist ja jetzt nicht so ein Problem, hoffe ich mal. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Was kommt jetzt? Ach so, wenn es nur das ist, dann geht es ja noch. Ja, mach das ruhig. Dann krieg ich zumindest wieder 1000 Lebenspunkte. Und ich krieg noch zusätzlich noch einen Momonga. Ja. Vielen Dank, Kaiba. Ja, ist zwar jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass ich jetzt alleine aufnehme, aber naja. Es sind ja nur vier Aufnahmen, von daher. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, Kaiba. So, dann wollen wir mal dein Mahavailo angreifen. Und, ja. Nicht schlecht. Sieht bis jetzt gut aus. Oh, Entschuldigung, aber ich habe eine kleine Erkältung. Tut mir leid wegen den Hustenanfall. Ich hole mein Monster vom Friedhof auf das Monster Wiedergeburt. Wiedergeburt. Wow. Das hat jetzt auch was gebracht, Kaiba, ne? Ich bin mit meinem Zug fertig. Nämlich gar nicht. Naja, die KI halt. So. Naja. Ich muss mich so oder so langsam wieder mich dran gewöhnen, dass ich jetzt alleine aufnehme, weil bei den nächsten zwei Aufnahmen. Ah, jetzt kommt wieder der Angreifer. Weil die nächsten zwei Projekten von mir so oder so wieder allein aufgenommen werden. Sag ja, das ist jetzt nur dieses Projekt, wo ich jetzt mit verschiedenen Gästen. Naja, sofern die auch wirklich mal auf Skype ankommen. Ne, Marcel? Vorausgesetzt, die kommen auch auf Skype on. Dann werde ich auch mit denen aufnehmen. Aber so nehme ich halt alleine auf. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt auch genug Geduld jetzt für dieses Projekt jetzt geopfert. Mit den Gästen. Ich bin mit meinem Zug und auch Zeit. Ich komme ja nicht weiter. Ich möchte ja auch meinen Fortschritt den anderen Zuschauern bzw. euch allen dann auch zeigen. Aber ich hänge ja jetzt hier fest zur Zeit. Deswegen. Also ist ja nicht böse gemeint, aber ist halt so. Na komm. Ich bin mit meinem Zug fertig. Mann, scheiß Husten.
So, dann rufe ich jetzt König. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, Kaiba. Und Attacke. Oh, Sangan. Oh. Nervig. Ja, toll. Eine zweite Abwehrratte. Flip. Was geht da hin? Du dumm. Na, dein toll. Angriff hat den Effekt meines Monsters ausgelöst. Ja, komm, mach ihn noch. Tja, ist nur blöd, dass du diesen Effekt nicht aktivieren kannst, Kaiba. PP, persönliches Pech. Ach nee. Ich bin mit meinem Zug fertig. Und das ist garantiert die zweite Abwehrratte. Toll. Jo. Wäre schön, wenn ich jetzt gleich den schwarzen Magier oder den Beauftragten der Dämonen ziehen würde. Wäre wirklich sehr vorteilhaft. Nicht, dass er noch vorher den weißen Drachen beschwört. Das wäre sehr doof. Ja! Passt wie Faust auf den Augen. Verdammt. Das ist unmöglich. So, dann wird gleichzeitig noch der Effekt von der Hexe aktiviert. Super. Ja, welches Monster nehme ich denn? Ah komm, nehme ich mal den Beauftragten. Sieht doch gut aus. So, die erste Abwehrratte zerstören. Und dann das verdeckte Monster. Flip! Auch wie süß, mein Geld ist gone. Du dumm. Dein Angriff hat den Effekt meines Monsters ausgelöst. Ja, ja, ja. Wow, Monster-Wiedergeburt. Gut, dass er jetzt kein starkes Monster auf dem Friedhof hat. Oder ich. Ja, der aktiviert die jetzt garantiert. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Nee, doch. Okay. Wiederbelebung eines vom Friedhof. Wiedergeburt. Ja, mach halt. Richte dich schon mal darauf, wow, einen alten Stall zu spüren. Denn ich beschwöre meinen Wars-Angreifer. Wie toll. Naja. Ich bin mit meinem Zug fertig. Ja, ich glaube, ich gewinne. Das sieht gut aus. Ja, doch. So, dann greife ich erstmal mit der Schlange an. Dann mit meinem schwarzen Magier. Und dann haben wir jetzt spätestens in der nächsten Runde gewonnen. Jawohl. Oh, das tat weh. Oh, eine Tüte mit Leid, Kaiba. Aber nur eine ganz kleine Tüte. Ich bin mit meinem Zug fertig. Jawohl, und gewonnen. So, die kann ich ja noch verdeckt legen und ja, auf ich die Stange und dann haben wir gewonnen. Und erste Runde geht für mich. Super. Gut. Ach, Kaiba. Warum nur? Mal gucken, ob er jetzt ein bisschen schwerer ist. Sieht aber nicht so danach aus. Ich beschwöre meinen treuen Diener, den mystischen Sinn der Lampe. Ja, mach das halt. Ich bin mit meinem Toll, Zug das war's. Fertig. Lol. Naja, okay, dann aktiviere ich jetzt mein Verbrecher, du. Du aktivierst also eine Zauberkarte. Ja, das mache ich. Und 2K sind weg. So. Naja, aber ich kann euch zumindest jetzt beruhigen. Es sind jetzt nur noch 3 Gäste, die ich jetzt nur noch einlade. Und dann werde ich dieses Projekt offiziell beenden. Ja. Was? Und dann geht's auch ein bisschen schneller wieder voran an meinen Projekten wieder. Ich sag ja, ich habe noch so viele Projekte, die ich euch jetzt gerne noch zeigen möchte, aber... Ich bin mit meinem Zug fertig. Aber ich hänge jetzt hier fest. Tut mir leid. Erstmal. Ja, ja.
Und es ist mal wieder die Abwehrratte. Toll. Ach, nee. Ja, die kriegen wir auch schon platt. Haben wir ja auch gerade im Vorduell gerade platt gemacht, also. Die bleibt allerdings nicht lange auf dem Feld, die verdeckte Karte. Ich aktiviere jetzt nämlich den Typhoon. Du aktivierst also eine Zauberkarte. Ja, die aktiviere ich, Kaiba. Okay. Ja, das wird jetzt garantiert die Abwehrrate sein. Deswegen greife ich erstmal mit dem Schwertkämpfer an. Ja. Ah, nervig wie Sau. Naja. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Och, nö. Überläufer. Och, nö. Bis auf heute. So ein Pech. Jo. Dein Glück hat dich verlassen. Ich biete zwei meiner Monster auf dem Spiel. Bitte nicht Pistolendrache. Bitte nicht Pistolendrache. Nein, scheiße. Fuck. Tja, und da Pistolendrache vom Typ Maschine ist, kann ich leider den nebenden Trag nicht aktivieren. Ich bin toll. Mit meinem Zug fertig. Ja, toll. Ich glaube, jetzt hat Kaiba mal gewonnen. Es sei denn, ich ziehe jetzt eine gute Karte. Tja, also mit einem Effekt hast du Pech, Kaiba. Bis jetzt. Ich bin mit meinem Zug fertig. Mann, scheiß Husten, ey. Okay, die hilft ein bisschen für eine Runde. Und ich greife dein Verteidigungsmonster an. Na toll. Schon wieder die Abwehrratte. Naja, wenn der Gegner die hat, dann ist das so nervtötend, ey. Das gibt es nicht. Ja. Mach halt dann Effekt. Oh, diesmal hat er Glück. Toll. Ich wechsle in Angriffsposition. Nee, ne? Wie doof ist der? Was? So ein Monster würde ich doch nie im Angriffsmodus packen. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Ja, toll. Ich setze diese Karte verdeckt. Boah, 3600, ey. Ich bin schlecht. Mit meinem Zug fertig. Ha, du aktivierst ja, ja. Also eine Zauberkarte. Dann zerstöre ich mal wieder ganz schnell die Axt. Und dann zerstöre ich zumindest die Abwehrratte. Schon mal. Ha, nicht schlecht. Damit die auch weg ist. Jetzt stirbt nur noch der Pistolendrache. Naja, da müsste ich jetzt entweder Spiegelkraft oder schwarzes Loch ziehen. Naja, hast du zumindest einen Effekt jetzt aktiviert? Was? Komm bitte, Herz der Karten! Ich bin mit meinem Zug fertig! Herz der Karten, bitte! Nein! Scheiße! Okay. Das wird nicht funktionieren. Was kommt jetzt? Glocke der Zerstörung! Ach, wie toll! Aber warum hast du jetzt nicht den Pistolendrache genommen? Auch das wär's jetzt. Naja, mach nichts. Ja, wenn er jetzt Glück hat. Ja, hat er. Wow, dreimal sogar. Ja, okay. 1-1. Okay, hoffentlich zieh ich jetzt gleich gute Karten direkt. Sonst hat Kaiba mal komplett gewonnen. Komm, eine vernünftige Handkarte bitte. Ja, das sieht doch schon gut aus. Da hätte es eigentlich gerade aussehen müssen, aber ist egal. Ich aktiviere meine Zauberkarte.
Ach, wie toll. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Ja. Mach halt. Stimmt mich nicht. Und aktiviere Fallgrube. Und dein Minotaurus ist zerstört. Haha. Das ist früh gefolgt, Kaiba. Ah, Kartenzerstörung. Nee, da warte ich lieber noch. Ich muss jetzt langsam mal ein WhatsApp sehen. Zauberkarte. Bitte jetzt nicht schwarze Magier. Nee, gut. Ja, komm, dann nehme ich Kartenzerstörung. Die Hexe. Ach, wie toll. Ich bin mit meinem Zug fertig. Komm, bitte, Monster, Monster. Ja, sehr gut. Und Anko. Nicht schlecht. Und welches Monster nimmst du jetzt? Den Vollsangreifer, ne? Jawohl. Ach, nee. Richte dich schon mal darauf ein, kalten Stahl zu spüren, denn ich beschwöre meinen Morse-Angreifer. Das sieht nicht gut aus für mich. Naja, aber auch mal zu verlieren ist ja auch mal was anderes, ne? Ich kann ja nicht jedes Mal gewinnen. Ich bin mit meinem Zug fertig. Sonst wär's ja auch auf Dauer langweilig. Naja. Ja, ja. Mach du halt mal mit deinem Frostangreifer. Ja, toll. Die hätte ich eigentlich gerade ziehen müssen, bevor er den Frostangreifer gezogen hat. Oder beschworen hatte. Aber naja, ist egal. Richte dich schon mal darauf ein, kalten Stahl zu spüren. Denn ich beschwöre meinen Morse-Angreifer. Okay, dann mache ich das halt beim zweiten. Was? Gut, dann ist einer zumindest schon mal weg. Ach, ich sag ja, die Karte würde ich auch so gerne haben, ey. Spins geht dreimal, ey. Das wär's. Toll. Ja, ich glaube, diesmal gewinnt keiner wirklich. Naja. Oh, nur 3000 Lebenspunkte. Ja. Ich bin mit meinem Zug. Boah, geile Bassmusik im Hintergrund, ey. Naja. Wiederbelebung eines Och, nö. Friedhof. Garantiert im Vollsangreifer. Richte dich schon mal darauf, ja, einen kalten Stahl zu spüren, denn ich beschwöre meinen Morse-Angreifer. Ach, wie toll. Naja, macht nichts. Was? Ja, toll. Hab ja so eine große Auswahl jetzt, ey. Also, wenn ich jetzt nicht die richtige Karte ziehe, ja, dann hat keiner wirklich gewonnen. Ich bin mit meinem Zug fertig. Okay. Die rettet. Für eine Runde rette diese Karte mein Arsch. Flip-Beschwörung. Ach, wie toll. Flip-Beschwörung. Ach, wie toll. Wow. Hat sich auch voll gelohnt, Kaiba. Was? So, und jetzt bitte eine weitere nützliche Karte. Ich setze diese Karte verdeckt. Ja, mach das. Ich bin mit meinem Zug fertig. Dann kann ich die verdeckte Karte zumindest jetzt schon mal zerstören. Ha. Du aktivierst also eine Zauberkarte. Ja. Damit die hintere Karte bei dir verschwindet. Kette. Oh, scheiße. Heißt ja nicht der Befehl. Naja. Aber gerade die richtige Karte gezogen. Boah, da habe ich aber nochmal Schwein gehabt. Boah. Ja, Opfer halt immer 700 Lebenspunkte. Ist auch gut. Nee, ich wechsle in Verteidigungsposition. Mach das.
Jo. Ha, nicht schlecht. Gut, dann kann ich jetzt den Drachenzucher beschwören. Ich bin mit meinem Zug fertig. Auch gut. Das ist unmöglich. Nö, es ist nicht haltbar. So, dann zerstöre ich jetzt mal den ersten Forstangreifer. Ha, nicht schlecht. Und gleich kommt der zweite. Aber vorher greife ich erstmal mal Philo an. Ich weiß ja nicht, ob er noch irgendwelche Ausrüstungskarten hat. Ich wechsle in Verteidigungsposition. Würde ich auch bei dieser Situation machen. Ja, doch. Ja, erstmal den Käfer. So, dann zerstöre ich jetzt erstmal Weilo. Und in der nächsten Runde zerstöre ich dann Forstangreifer. Und weitere 700 Lebenspunkte. So, dann zerstöre ich schon mal eine Abwehrratte. Das ist gut. Ich setze diese Karte verdeckt. Ja, mach das halt. Ich bin mit meinem Zug fertig. So. Erstmal den Momonga, damit ich jetzt wieder bald Lebenspunkte kriege. Na komm, tu nicht so, Kalper, du hast nur mickrige 100 Lebenspunkte verloren. Jetzt mach mal nicht. Mach dich jetzt nicht ins Höschen, ey. Ich bin mit meinem Zug fertig. Ah, toll, dann kann ich ja gleich den Schwarzmagier beschwören. Geil. Oder jetzt. Du aktivierst also eine Zauberkarte. Ja, das mache ich. Und was war das? Ach nee, stimmt ja. Oh. Das habe ich jetzt ein bisschen verpeilt. Tut mir leid. Stimmt ja, die scheiß Fallenkarte. Flip! Jo, Cyberdose. Super. Ein Angriff hat den Effekt meines Monsters ausgelöst. Ja, toll. Naja. Was? Zumindest kriege ich hoffentlich gute Karten. Ja. Oh, Spiegelkraft. Oh ja. Hat sich schon gelohnt. Boah, zwei Pistolendrachen. Hutscha. Deine jämmerlichen Angriffe können mir gar nichts anhaben. Ich aktiviere den Effekt meiner antiken Lampe. Ja, macht nichts. Der Effekt wird ausgelöst. Danke, Kalba. Und ich nehme... Ja, die nehme ich. Mal lieber den Beauftragten. Der Dämonen. Ja, dann lege ich noch die zwei Karten verdeckt und dann beende ich meinen Zug erstmal. Jetzt habe ich keine Angst vor seinen Pistolendrachen. Ich setze diese Karte verdeckt. Ich setze diese Karte verdeckt. Und wenn du so weitermachst, Kalba, haben wir bald Gleichstand. Ich bin mit meinem Zug fertig. Mit dem Lebenspunkt. Auch gut. So, dann beschwöre ich jetzt den Beauftragten. Das ist unmöglich. Und dann greife ich an. Gut. Hoffentlich liegt da jetzt kein Monster. Hoffentlich. Weil dann habe ich doch noch gewonnen. Ich bin mit meinem Zug. Ach, genial. Danke, Kalper. Wow, aber das war jetzt ein Duell, ey. Ich dachte wirklich jetzt am Anfang dieses Duells, dass er mich besiegt. Aber naja. Naja. Das war jetzt die Kalper-Version.
Ah ja, wir kriegen ja noch 3 Karten verdeckt. Als Geschenk. Okay, die brauche ich jetzt nicht. Nee. Naja, nicht so nützliche Karten. Merk dir eins. Nicht deine Duellierkünste sind der Grund für meine Niederlage. Du hattest einfach nur mehr Glück. Ja, klar. Obwohl, beim letzten Duell, da hatte ich wirklich Glück. Aber naja, ich melde mich dann gleich bei der Yugi-Version wieder. Bis gleich, meine Lieben.